Wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, aus den Heiligen Hallen. Wir machen heute genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich mit unserem Rohrrahmen unseres Ford Capris. Wir fahren jetzt nach Geisa zu der Firma Abel und werden das Teil hier pulvern lassen. Ob wir euch da mitnehmen können, sehen wir selber gleich. Welche Farbe es bekommt, seht ihr auch selber gleich. Also würde ich sagen, düsen wir mal los, Freunde, oder? Wir fahren hier rein jetzt. Ja, hey, jetzt geht's los. Einmal Spasten, oder? Bis gleich. Jetzt kann ich reinfahren, ja. Bist du Kamerascheu, Matthias? Nur ein bisschen. So Freunde, angekommen in der Firma Abel Metallsysteme. Und da werden wir heute unser Teil strahlen und pulvern lassen. Jetzt muss das Ding natürlich erstmal runter hier vom Hänger. Hast du noch ein Stück, wenn du willst? So Freunde, mittlerweile einen Tag später, wir waren ja gestern noch bei der Firma Abel und sind jetzt auch gerade wieder unterwegs zur Firma Abel, denn die Kollegen haben gestern den Rahmen erstmal gestrahlt. Da konnten wir euch leider nicht mitnehmen, weil es da ziemlich staubig ist in der Kabine und konnten euch da eh nicht so viel zeigen. Und heute wird das Teil grundiert und gepulvert. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zur Firma Abel und ich würde sagen, wir treffen uns gleich dort und dann geht's an das Pulver, Freunde. Komplett gestrahltes Ding, Junge. Jetzt müssen wir euch erstmal begrüßen hier in der Firma Abel. Das ist übrigens der Alexander. Hi. Das ist der Juniorchef der Firma Abel Metallsysteme. Was macht ihr eigentlich hauptsächlich? So Treppengeländer herstellen, gell? Ja, stellen Treppengeländer oder alles, was gegen Absturz sichert, für den Objektbau her quasi. Ja. Also nicht Einfamilienhausbau oder Zweifamilienhausbau, sondern wirklich Objektbau, große Objekte mit mehreren Wohnungen halt. Also wo man dann Hotels oder? Ja, Hotels oder es gibt ja auch große Wohnanlagen, Großstädten, sag ich mal. Da, das begleiten wir, das sind diese Objekte, die wir, sag ich mal, mit Absturzsicherung, mit Geländern versorgen, auch vor dem Fenster, also auch vor bodentiefen Fenstern. Ja. Und ja, wir haben 2019 hier die Pulverbeschichtung gebaut. Ja. Die ist aktuell auf dem neuesten Standard und können hier eigentlich alles metallische beschichten, also Alu, Stahl, auch verzinkte Teile, ist alles kein Problem. Ja. Also das ist hier wirklich auf dem neuesten Stand. Wenn man sich das hier mal anguckt, hier diese Gerätschaften, das ist jetzt nochmal eine Waschanlage, da wird das Teil vorher nochmal gereinigt und in der nächsten Station da hinten dann wahrscheinlich irgendwo gepulvert. Gell? Bearbeitet aber auch Industrieteile von umgebenden Firmen, ja. Strahlen, Pulvern und so weiter. Ja, alles was so ziemlich hier in der Nähe ist. Ja. Und ja, auch wirklich teilweise auch für die Autoindustrie haben wir auch schon ein paar Sachen gemacht. Ja, und wir beschichten alles grundsätzlich in Fassadenqualität. Das ist die zweithöchste Beschichtungsstufe. Ja. Und die nächsthöhere wäre dann quasi für so Salzgebiete an der Küste oder sowas. Oder was wir auch machen, sind für zum Beispiel für die AIDA machen wir auch diese, ja, das sind ja so Spielplätze, so Wasserspielplätze sind da auch drauf, und Rutschen. Sowas beschichten wir hier auch. Das wird alles hier in Geisa gemacht? Das wird in Geisa gemacht. Crazy. Ja, und das Ganze wird dann halt dreimal quasi sogar beschichtet. Ja. Hier, euer Rahmen wird jetzt zweimal beschichtet, da kommt einmal eine Grundierung drauf und dann das eigentliche Farbpulver. Ja. Ist auch gerade in der Waschanlage, Freunde. Das ganze Gerät hier quasi jetzt nochmal fettfrei, Fabian. Fettfrei. Fettfrei. Ja, Freunde, falls ihr hier irgendwie aus der Nähe kommt oder nicht aus der Nähe, waren ja auch schon mal ein paar Leute da, ne, die nicht aus der Nähe kommen. Ja, durchaus. Wie unter anderem der Marius von Camber das Treppengeländer auf seinem Messestand oben drauf, das hat auch die Firma Abel gemacht, Freunde. Ne? Weil sich da der eine oder andere von euch schon mal angelehnt hat, ist schon mal durch die heiligen Hallen der Firma Abel mit halben Zähnen gegangen.
gerade. Gut kontrollieren, ob das auch alles ordentlich geschweißt ist hier. Kann man jetzt nochmal kontrollieren, ja. Ein paar Schweißnähte hier unten habe ich nicht gesetzt, Fabian. Aber es sieht auch ganz gut aus. Ich kam gerade aus dem Ofen und ich habe hier noch so ein paar Schrauben nachgezogen. Habe dann erst mal festgestellt, dass das Ding dann doch ein bisschen wärmer ist als bei uns in der Kabine. Ne? Ja, ein bisschen. Hab mir erstmal schön die Finger verbrannt, Freunde. Ja, das Ding hat jetzt getrocknet, muss jetzt abkühlen und dann geht's hier direkt in die nächste Station zum Pulvern, Freunde. Alex, kommt da jetzt nochmal eine Grundierung vorher drauf? Oder? Genau, das wird jetzt grundiert. Das ist so ein graues Pulver, sag ich mal. Ja. Und danach kommt das eigentliche Farbpulver drauf, dass wir den perfekten Korrosionsschutz dann noch haben. Ne? Ja. Das ist dann quasi Duplex beschichtet, nennt sich das. Ja. Da haben wir die Farbe schwarz gewählt, Freunde. Schwarz-matt. Und das mit Struktur. Feinstruktur. Genau. Feinstruktur, genau. Damit unsere miserablen Schweißnähte hier ein bisschen mehr abgedeckt sind. Ne? So schlecht sind sie gar nicht. Nee, aber bei normalem Mattpulver hat man immer so ein bisschen so einen Seitenglanzeffekt und das wollen wir halt vermeiden. Wenn man so ein bisschen Struktur drin hat, ist das dann meistens matter. Ja. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ja. Ist denn der Pulvermann auch der Sandmann? Ich wollte den Sandmann schon immer mal kennenlernen. Ja, muss man fragen. Ist der auch hier irgendwo? Ja. Fragen wir da drin in der Kabine. Ich frage ihn da gleich mal. So, Freunde, jetzt kommt Farbe drauf. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Schwarz für das Ganze. Machen die Kollegen jetzt hier aus dem Zweit, damit das hier ein bisschen schneller geht. Hier sind schon die restlichen Einzelteile. Frontmaske ist schon fertig gepulvert und auch schon eingebrannt. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist das wirklich ein wunderschönes Schwarz-Matt mit so einer leicht braunen Struktur. Also es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Ganz ungewohnt, die Teile jetzt hier mal nach einem Jahr in einer anderen Farbe zu sehen. So, falls sich jemand die Frage gestellt haben sollte, warum wir das Teil nicht selber lackiert haben. Ihr seht, die Kollegen sind jetzt hier schon zu zweit dran eine ganze Weile. Wenn ich das jetzt lackiert hätte, bist du da wirklich in jede kleine Ecke und Stelle kommst, wäre dann teilweise überall der Lack schon angezogen und wir hätten dann jede Menge Overspray drauf gehabt. Hast halt beim Pulver nicht, da kannst du überall schön hinpulvern und kannst das dann schön flächig einbrennen, dass da überall dieselbe Schutzstärke auch drauf ist. Das Ganze ist jetzt noch elektrostatisch aufgeladen, da oben über diese Kabel wird das Ganze bestromt und wird dann regelrecht, oder das Teil zieht dann regelrecht das Pulver an. So, Fabian, haben wir es fast geschafft, oder? Ja, wir nicht, eher die Jungs da drin. Ne? Eher die Jungs da drin. Das ist, glaube ich, auch keine schöne Arbeit bei so vielen Winkeln und Ecken. Und da einen Überblick zu behalten, ist, glaube ich, schwierig. Jetzt geht das Ding nochmal nach nebenan in den Ofen. Alex, wie viel Grad hat der Ofen nochmal? Der Ofen, das kommt aufs Pulver drauf an und auf die Bauteilgröße zwischen 180 und 220 Grad. Das ist heiß. Das sieht man nochmal schön, diese Gummikäppchen waren jetzt hier die ganze Zeit drauf und sind jetzt überhaupt nicht voller Farbe, weil die nicht aus Metall sind. Es wird halt wirklich nur alles das, was Metall ist, angezogen und dann somit beschichtet. Da ist das Ding, Freunde. Und, Meister, bist du zufrieden? Schwarz, ne? Ist schwarz, ne? Meister, schönen Dank. Schön. Sehr gute Arbeit. Schön. Falls ihr mal den Sandmann sehen wolltet. Das ist der Sandmann übrigens. Ja. Normalerweise immer um 19 Uhr auf dem ZDF, oder? Meinst du? Also warum? So, Freunde, das Ganze müssen wir jetzt nochmal so circa 30 Minuten zwischenlagern, damit das Ganze abkühlt und dann können wir schon verladen und wieder Richtung Heilige Hallen steuern. Good out, y'all.
Perfekt. Ah, jetzt regnet es hier, Mann. Wahnsinn. So, Freunde, es ist vollbracht. Das Teil ist mittlerweile auf dem Anhängerfest verzurrt. Jetzt geht es wieder zurück in die Heiligenhallen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an den Alexander und die Firma Abel für die tatkräftige Unterstützung und für die super Arbeit. Falls ihr hier irgendwie aus der Nähe kommt, was hochwertig gestrahlt oder gepulvert haben wollt, ne, dann meldet euch gerne hier bei der Firma Abel. Und ich würde sagen, das war's schon wieder von diesem Video, Freunde. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass unser Rahmen jetzt gepulvert ist. Und lasst gerne den Kollegen von der Firma Abel mal ein bisschen Liebe da. Ciao, bis zum nächsten Mal.